Tag 5 heißt, dass in 3 Tagen Familie Zirn wieder einzieht. Und das wiederum bedeutet, Sorgenkind Bart sollte schnell einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Morgen, Sascha. Morgen. Na, was ist denn dein Plan für heute alles? Oh, mein Plan für heute ist eigentlich recht groß. Alle Elemente müssen halt noch angeschlossen werden. Ich habe noch sämtliche Leitungen noch zu verziehen. Abflüsse, Dusche muss noch gesetzt werden, Wanne muss noch gesetzt werden. Da oben muss ich noch neu anbinden. Der Abfluss hier muss noch gebohrt werden. Der Abfluss da muss noch zu allerletzt noch gesetzt werden. Mai, oh Mai. Und dann fehlt natürlich auch immer noch der Trockenbau. Der kann erst dann nachrücken, wenn Sascha fertig ist. Die Abdichtung fehlt noch. Die Belagsarbeiten, Endmontage, etc. Also heute ist Tag 5, aber hier im Bad haben wir definitiv noch Tag 4. Ja. Also wir haben tatsächlich für die letzten 3 Tage noch ein enormes Pensum. Dass wir ab heute in die Überstunden gehen müssen, ist auch völlig klar. Sonst werden wir hier sang- und klanglos untergehen. Ein Untergang ist bei dem straffen Programm aber eigentlich nicht geplant. Zumindest das Wetter wird wieder bautauglich. Oh, Betty, die Jungs von der Markise sind da. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Habt ihr das schöne Wetter mitgebracht? Jawohl. Und habt ihr auch die Markise dabei? Jawohl. Seid ihr schon mal dabei zu messen? Ja. Ich komm mal rum. Ja? Ja? Okay. Klingt, als würde es aufwärts gehen. Ja, man muss ja auch immer Glück haben. Wenn es schon im Haus nicht optimal läuft, dann wenigstens hier draußen. Die Terrasse wurde von den Helfern angelegt und jetzt scheint auch noch die Sonne just an dem Tag, an dem die Markise montiert wird. Und ich bin mir sicher, das ist ein gutes Omen und die ganze Familie kann sich jetzt auf eine tolle Terrasse freuen. So, es geht um die Position der Markise. Genau, wir haben jetzt halt gedacht, wir gehen hier rüber, fangen von hier an. Ja. Und gehen bis zum nächsten Pfosten, da ist die perfekt vermittelt. Könnt ihr es schaffen, den Pfosten für die Markise hier in die Verlängerung zwischen den beiden Fenstern unterzubringen, dass wir nicht vorm Fenster stehen? Und ganz wichtig ist, dass kein Pfosten im Weg ist, weil Mutter Ann-Kathrin auf den Rollstuhl angewiesen ist. Also sie wird hier hochfahren. Nee, das geht auf jeden Fall. Wir sind da sehr flexibel. Das bringen wir. Prima. Können noch ein bisschen da bleiben, wenn das mit dem Wetter mit euch zusammenhängt. Okay, gut. Dann tobt euch aus. Sehr schön. Alles klar. Bis später. Bis später. Danke. Die Terrasse gewinnt langsam den Charme, der im Haus noch fehlt. Außerdem weiß das Team noch nicht, dass Zeitmangel bald nicht mehr das größte Problem sein wird. Mike? Ja? Schmeiß die Maschine an! Läuft! Super! Einwandfrei! Also Farbe Marsch! Gestern an Tag 4 haben wir die ganze Holzpaneele schon grundiert und heute an Tag 5 kommt nun tatsächlich schon der Endlack auf die Paneele. Wir sind so weit im Vorsprung, das kann man natürlich von unten jetzt gerade nicht behaupten. 90 Quadratmeter Laminat zu verlegen dauert schließlich auch seine Zeit. Wem danach immer noch kalt ist, dem wird jetzt eingeheizt. So, ist es wahr, was ich fühle? Es wird warm oben. Jawohl, es wird warm. Ja? Die Anlage läuft. Ja, großartig. Oh, es wird auch Zeit. Wir haben ja noch ein kleines Stückchen vor uns, aber für euch heißt jetzt erstmal Feierabend. Ne? Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Also dann. Tschüss. Tschüss. Im Haus wird's warm und in der Garage trocken. Das Dach ist geflickt und die Traumgarage am Entstehen. Es läuft unheimlich rund. So langsam müsste das Team stutzig werden. Und zwar zu Recht. So, ich habe das erste Teil fertig für Friedrichs Zimmer. Das ist ein CP-Bett. Hier werden richtige Zwischenverbindungen gemacht und ich kann euch gerade eine zeigen. Das ist eine sogenannte Überplattung. Also ich muss an beide Seiten ausklinken und nachher habe ich das so wie hier oben. Gegen Ende von Tag 5 wird das Großprojekt Küche noch angeschoben. Das Besondere an der Küche ist nicht nur die Größe, sondern auch, dass wir eine Kantenbeleuchtung der Griffmulden haben. Die Lichtkante beginnt dann quasi hier, geht darum, hier entlang bis hier hinten zur Trockenbauwand. Die Küche an sich wird sicherlich der absolute Hammer. Es ist eben nur, mit den über 100 Einzelteilen wird das nicht sein, was wir mit einem Mann in anderthalb Tagen zusammenbauen werden, sondern es werden sicherlich 2 Mann über 2 Tage damit beschäftigt sein. Das ist von den Einzelteilen her die größte Küche, die wir jemals bei Zuhause im Glück aufgebaut haben. Ja, wir haben mit dem Elter schon draußen gesprochen, weil wir hatten ja schon mal ein bisschen auf die Pläne geguckt. Dann haben wir mit dem El gesprochen, dass er die anderen Schreinerarbeiten erstmal mitnimmt. Wir fangen mit der Küche zu zweit an und springen dann so ein bisschen hin und her, aber dass wir wirklich zusammen erstmal hier durchziehen. Ja. Ich darf gar nicht dran denken, an die Masse von Küchenteilen. Ich hoffe bloß, dass maßlich alles so passt, dass wir die innerhalb von 2, 2,5 Tagen drin haben. Bin gespannt. Spannung ist definitiv auch ein Thema bei Elektromeister Thorsten.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass das Haus im Gesamten sowieso etwas leichter oder easy ist. Aber ich habe mich voll geirrt. Das Haus hat es echt in sich. Wir haben hier richtig den Kopf voll. Ich habe einen Tag Verzug. Und hier oben ist nur Fummel, 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 weil wir haben hier eine Holzkonstruktion. Und da ist Kabelverlegen echt eine Schweinerei. Ach, Thorsten, das ist Backen auch. Und da versöhnt einen das Ergebnis meistens für den Arbeitsaufwand. Aber das geht auch hier. Schönstes Beispiel, die neue Markise. So, wenn wir das Licht schon haben, nutzen wir es auch aus. Danke, dass ihr da wart, Richard. Mach's gut, Eva. Danke. Tschüss, Eva. Winfried. Gute Heimreise, ne? Ja, danke. Fahrt vorsichtig. Tja, die beiden haben's gut. Wir haben Feierabend. Bei uns geht's noch weiter. Wir machen heute das erste Mal Überstunden. Unser sechster Tag hier in Appen beginnt und es wird Zeit, dass diese Baustelle endlich mal an Fahrt aufnimmt. Der Bauleiter hat gesprochen und er hat recht, denn in nur 56 Stunden will Familie Zirn ihr Haus wieder übernehmen. Bis dahin müssen die Räume noch einiges an Charakter zulegen. Die neuen Türen leisten dazu auch einen wichtigen Beitrag. Wir haben tatsächlich schon ein paar Türlöcher, wo ihr direkt Türen einbaut. Wir können gleich montieren. Ihr könnt direkt loslegen. Ist ja gigantisch. Ja, wir gucken mal, wo ihr anfangen könnt. Das sind 8 neue Türen. Es kommen ein paar neue Türblätter nur, weil wir im Obergeschoss die zagen lassen. Es kommt eine Schiebetür. Also für die beiden wird das auch eine spannende Montage. Spannend wird eigentlich der komplette Tag, denn heute gibt es viel Gewusel. Jeder will ins Haus und alle haben etwas dabei. Oha. Oh, hallo, Tom, hallo, wie geht's dir? Grüß euch, hallo. Servus, Tom. Sieht ja schon gut aus hier. Ja, ich habe soweit alles vorbereitet. Der Duschbereich ist abgedichtet, über der Wanne alles, Fußboden ist abgedichtet. Okay. Ihr könnt theoretisch loslegen, dann gehe ich raus. Hilfst du uns vielleicht noch ausladen und dann können wir anfangen? Freilich. Ja, pack uns da mal an. Nach 6 langen Tagen sieht das Bad endlich nach Bad aus. Zeit für die passende Verkleidung. Das Bad wird nicht gefliest, sondern es bekommt eine Verkleidung aus Werkstoffplatten, die zum einen Holz, aber auch Stein imitieren. Und diese Imitation ist täuschend echt. Und das Tolle ist, dass man im Badbereich etwas mit Holz zu verkleiden scheint, was man eigentlich nicht mit Holz verkleiden kann, nämlich auch den Nassbereich. Das Bad und eigentlich das ganze Haus schwimmt gerade endlich nicht mehr im Chaos. Höchstens in Sägespänen bei den umfangreichen Holzprojekten. Ja, die Scheune arbeiten. Wir haben noch einiges zu tun. Das Bett war viel komplizierter als gedacht. Also hat 1,5 Tage gedauert statt 1 Tag. Da sind wir etwas, hinterher müssen wir aufholen. Here's to you now. Und was macht die XXL-Küche? Wir sind eigentlich ganz gut im Zeitplan. Also wir haben die ganzen Kleinigkeiten, was dann zu beachten war bei den ganzen Einbauten hier. Was ein bisschen tricky war, ja natürlich im Vorfeld schon eingemessen. Und da passt es ganz gut. Also wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, kommen wir sauber raus. Also sehr schön. Und bei Installateur Sascha? Also mit meiner Installation bin ich jetzt soweit durch. Sprich, die Heizung läuft, Wasser läuft, Warm- und Kaltwasser läuft. Die Elemente sind auch soweit vorgerichtet, halt nur noch ein bisschen kleine, leichte Arbeiten und dann bin ich soweit eigentlich durch. Ja, es ist Tag 6. Für uns Maler sieht es hier unten im Erdgeschoss nicht ganz so schlecht aus. Wir sind relativ gut dabei. Ich hoffe, es bleibt auch so. Dann wird alles gut. Alles gut hört man gerne. Bei dir auch, Betty? Also ich habe heute noch die restlichen Spachtelarbeit zu machen. Es ist jetzt fast am Ende. Ja, und ansonsten werde ich überall reinspringen, wo es halt Not am Mann ist oder Not an der Frau. Ein paar Kleinigkeiten, hier streichen, dort akkrillieren. Also Programm. Das Erdgeschoss ist auf Kurs. Und auch oben widmet man sich mittlerweile weniger schmutzigen Aufgaben. Für uns Elektriker sah es gestern noch ganz schön düster aus. Heute an Tag 6 konnten wir einiges an Arbeiten aufholen. Und ich sehe jetzt echt Licht am Ende des Tunnels. Und am Ende des Flurs ist Mikes Tätigkeitsbereich. In diesem konnte er bisher auch glänzen. Gutes Zwischenfazit also? Also malermäßig sieht es an Tag 6 hier oben gut aus, soweit ich das im Blick habe, weil unten habe ich null Ahnung. Aber hier unten das Geschoss habe ich im Griff und ja, ich bin guter Dinge. Glücklicherweise sieht die Baustelle jetzt nicht mehr so chaotisch aus und so langsam kommen wir ins ruhigere Fahrwasser. Zumindest scheinbar. Und so nimmt man sich Zeit für gestalterische Highlights. So,
Heino, kann ich schon die Platte montieren hier? Das Globe ist noch ein bisschen ungünstig, weil ich das erst total, den größten Teil fertig machen muss. Und dann Globe, Betty würde vorher lieber spachteln. Und ja, zumal das Profil muss noch hier rein für die LED. Ach so, es wird beleuchtet. Ja, ja, beide Seiten. Aha. Ja, und jetzt wollten wir es gerade mal besprechen und uns das mal anschauen, wie es aussehen könnte. Im Schlafbereich haben wir eine Besonderheit geplant. Die vorgesetzten Trockenbauwände bekommen Profile. Und diese Profile nehmen LEDs auf. Und davor wird noch eine Streuscheibe gesetzt. Und dadurch bekommen wir ein schönes, sanftes Licht im Bettbereich. Da kommen viele Gewerke zusammen, aber das Ergebnis wird sich auf jeden Fall lohnen. Wow, da kommt dein Holz richtig zur Geltung. Ja, insbesondere wenn es nachher lasiert ist. Schöner Effekt. Ja, wir bereiten auch soweit alles vor und dann rufen wir dich. Mach Henna. Der Teamgeist auf unserer Baustelle ist natürlich das Leitmotiv. Wir arbeiten alle Hand in Hand. Nur so können wir dieses straffe Programm meistern. Teamarbeit wird bei Zuhause im Glück eben großgeschrieben. Genauso wie die Liebe zu den Details. Und davon sollen heute noch viele Farbige ins Haus einziehen. Ja, das wird ja das Schlafzimmer von Ann-Kathrin und Frank. Und die beiden haben sich sehr ruhige Farbtöne gewünscht. Sie mögen sehr, sehr gerne Grau, Weiß. Und diese Farben wird es auch im Schlafzimmer geben. Die Wand hier soll in dem dunklen Grau gestrichen werden. Die Wand hier hinter dir, das ist die Schrankwand, die bekommt den Grundton, den hast du hier drin. Den kannst du auch noch ein kleines bisschen auffüllen. Der würde hier an die Schrankwand kommen und auf die Fensterseite. Gut, alles weiß klar? Bescheid. Den Raum nebenan übernimmt Eva selbst. Das hier wird Annas neues Kinderzimmer, ihr erster eigener Raum. Und der soll ganz kindlich gestaltet werden. Und hab Folgendes vor. Auf dieser Seite kommt eine Landschaft mit Blüten und Pflanzen hin. Alles sehr, sehr kindlich gehalten. Aber es soll ja nicht kitschig wirken. Und um das zu vermeiden, sollte man A, Pastelltöne verwenden und nicht zu viele. Ich habe im Grunde genommen hier nur drei Farben. Nämlich diesen Orangeton, einen Rot-Rosé-Ton und einen Grünton. Die jeweils dunklen Farben sind quasi die Basis von den hellen Farben, die sind nur aufgehellt. Wir sind auf das Endergebnis gespannt. Was zu diesem Zeitpunkt auch noch keiner weiß, das Team wird am nächsten Morgen nicht in voller Mannstärke antreten können. Der siebte Tag in Appen startet trüb und das nicht nur wettertechnisch, sondern leider auch auf der Baustelle beim ersten Kaffee. Ja, wir haben keine gute Nachricht für euch. Der Wolfgang ist so krank geworden, dass er jetzt für die letzten zwei Tage ausfallen wird. Aber glücklicherweise bleibt das nicht an euch hängen oder an uns insgesamt, sondern der Ronny ist da, der wird uns unterstützen. Ja! Genau. Ja. Also Wolfgang war nicht untätig, hat sich gleich ans Telefon gemacht und Ronny erreicht. Und deswegen ist er jetzt mit im Boot. Das heißt, wenn ihr Material braucht, der Ronny sammelt das alles, ja, fährt zum Baumarkt und schließt die Lücke, die bisher immer der Wolfgang geschlossen hat. Gut, dann starten wir unseren siebten Tag. Los geht's. Ja, ich versuche natürlich, den Wolfgang so gut es geht zu ersetzen, was natürlich ganz sicher nicht einfach ist. Und mal gucken, wie sie mich noch sonst brauchen. Gibt ja noch einiges zu tun, Maus. Das wird ein harter Weg. Weitere Unterstützung ist ebenfalls im Anflug, um in Max' Zimmer zwei Highlights zu zaubern oder besser gesagt zu sprayen. Also, das Logo kommt auf die graue Wand. Mhm. Nur für dich zur Info, hier kommt später noch ein Rahmen drauf, in dem gleichen Grau. Ja. Und da setzen wir indirekt eine Beleuchtung dahinter, da kommt das Logo schön raus. Ja, super. Und dann hast du ja noch vor, die Schrift von Max zu sprayen. Genau, den Max-Schriftzug, den haben wir hier. Mit dem Fußball, der kommt auf die Seite der Wand. Gerne. Ja, alles okay. Klar. Dann viel Spaß. Los geht's. Darüber wird sich Fußballfan Max sicher besonders freuen. Ann-Kathrin und Frank wird es mit folgendem individuellen Highlight hoffentlich auch so ergehen. Erst brauchen wir natürlich eine Grundkonstruktion. Also wir nehmen diese Latten, die werden fest mit einem Mauerwerk verbunden. Das hat einen Vorteil, dass es auch hinterluftet ist und dass wir hier eine ebene Fläche bilden können. Anschließend, wir haben hier eine Schattenfüge. Die Schattenfüge hat zwei Gründe. Erstens, das Holz dehnt sich mit verschiedener Luftfeuchtigkeit. Und zweitens ist es eine optische Sache. Das sieht auch ganz schön aus. Nicht, dass man, wenn die alle aufeinander hat, nur ein einfaches ganzes Brett. Also jetzt hat das Linien drin und das sieht ganz elegant aus. Ebenso elegant werden die letzten der insgesamt 180 Holzlatten hier verbaut. Die erste große Hürde für Ann-Kathrin ist schon vor dem Haus, nämlich der Weg hat eine Stufe.
Damit Ann-Kathrin auch in Zukunft ohne Hindernisse ins Haus kommen kann, wird jetzt hier in den letzten Tagen noch eine Zuwegung gebaut mit Rampen. So wird Ann-Kathrin Schritt für Schritt die Rückkehr ins Zuhause geebnet. Überall wird gewuselt und gewerkelt, damit das Haus einzugsbereit wird. Es geht in großen Schritten auf die Zielgerade zu. Ja, wunderbar, ihr beiden. Ihr habt ja das Bett drüben auch schon aufgebaut. Genau, wir haben ein bisschen Gas gegeben. Cool. Habt ihr gleich zwei Baustellen bearbeitet? Ja. Das hier wäre meine nächste. Ich würde hier gleich gerne dekorieren. Alles klar. Ja? Gut. Falls wir uns nicht mehr über den Weg laufen, ich sage schon mal tschüss. Tschüss. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Frohes Schaffen noch. Ja, vielen, vielen Dank. Und euch eine gute Heimreise. Ne? Danke. 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 Tschüss. Das Team hangelt sich fleißig, aber immer noch gut gelaunt durch den Endspurt am Abend vor dem großen Tag.